Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale mit mir, Games Block. Ja, heute wieder auf dem Hauptaccount. Wie ihr seht, ich bin in Arena 7 endlich, hab auch schon zwei neue Karten, und zwar die einmal die Elite-Barbaren und einmal die Musketiererin, die drei Musketiererin. Dennoch habe ich das Deck wieso ist gelassen, denn das ist ein Mega-Deck, muss ich eigentlich ist ein Mega-Deck im Moment, na ja, da nicht unbedingt, aber hier da lief's zurzeit mal nicht, aber den Angriff muss ich euch mal zeigen. Der war schon ziemlich krass, sage ich mal so, war schon ziemlich krass, finde ich. So, erstmal den Riesen für den Tank, dann den Babydrachen hinterher, weil der auch mit Babydrachen kommt. Dann glaube ich, setze ich als nächstes die. Ich dachte, ich setze die Dakaienhorde, aber. Und das war wirklich schwer. Der Gegner war ziemlich hart mit seinem blöden Inferno-Turm. Der hat mich richtig aufgeregt, würde ich sagen. Dann habe ich hier verteidigt mit der Hexe. Konnte ein bisschen Schaden am Tower machen, aber nicht so weit schlimm. Dann haben wir seinen Inferno erstmal kaputt gemacht. Ballon, ja, der hat nicht viel. Der hat einen Hit gemacht und dann war es das auch schon. Jetzt zum Verteidigen die Minion-Horde. Brachte aber allerdings nicht viel und der Blitz war auch unnötig. Der Knall war auch unnötig. Jetzt kriegt er zwar meinen Turm, weil ich gerade nichts habe zum Verteidigen. Aber wird gleich noch besser. Jetzt sieht schon aus, als würde der mich kriegen. Als würde er meinen Tower kriegen. Aber da hat er falsch gehofft. Ich kann nämlich jetzt ganz gut verteidigen. Und jetzt beginne ich mit einem Push. Halbwegs. Hätte zwar erst den Riesen setzen müssen, aber der Turm geht auf jeden Fall down. Ja, schön. So, 1-1. Und sah ja aus, als würde er mir meinen Crown Tower Königsturm kriegen. Babydrache ist schon mal K.O. Das finde ich ist schon mal ganz gut für mich. Da habe ich da verteidigt. Und dann habe ich gleich. Moment mal, ja. Ich glaube, nach seinem Push, nachdem habe ich, glaube ich, angefangen. Oder das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr knapp zum Schluss. Ja. Verteidigt. Jetzt beginne ich mit meinem Push. Zwar Riesen. Dann glaube ich den Ballon hatte ich hinterher gesetzt. Ja, der Riese tankt ordentlich. So hatte ich es mal vorgestellt. Der Balloon macht gut Schaden. Ist noch nicht ganz down der Tower. So ist jetzt Kronen K.O. Mein Tower hat nur noch 206 Leben, der Kronenturm. Konnte ich aber wieder verteidigen. Hexe voran. Skelettarmee. Gleich habe ich die Minion-Horde. Minion-Horde. Auf dem Inferno-Turm. Der Inferno-Turm geht recht schnell down. Die Hexe und die Lakaien. Die Hexe schießt drauf. Und der Riese, Babydrache. Der Riese macht zwei Hits und. Ja, kurz vorm Ende habe ich doch noch gewonnen, obwohl es aussah, als würde ich verlieren. Also, ja, war ein harter Kampf, aber ja, wir wollen wieder die Kronentruhe holen. Ja. Oh ne, ich bin schon wieder unter 2000 Pokalen. Ach, da müssen wir ja nochmal wieder gewinnen.
Wer ein gutes Arena 7 Deck hat, kann es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich check euch gleich nochmal alle Karten in Ruhe. Dann könnt ihr schreiben, was ein gutes Deck wäre. Und zur Not kopiere ich gleich mal ein Deck. Ich wollte eigentlich die Hexe sitzen, egal. Habe ich sein, also sein Turm ist auch schon mal gut angeschlagen. Minion gesappt. Naja. Warten wir erstmal, was er macht. BGD Last. Keine Ahnung, Street oder so. Setzen wir das erstmal. Und natürlich. So. Jetzt läuft es gerade schon wieder nicht sehr gut. Morgen werde ich wahrscheinlich ein Chest Opening machen. So ein kleines für 20 Euro oder so. Habe ich gerade mal so Lust drauf. Also seid morgen dabei. Dann könnt ihr ein schönes Chest Opening miterleben. Und lasst auch gleich ein Like für mehr Clash Royale da. Im Moment macht mir das Spiel nämlich recht viel Spaß wieder. Und ja, würde mich daher, weil es mir so Spaß macht, auch freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet und ein Abo. So, jetzt kommt da sein Push da wieder. Jetzt muss ich hier wieder das war eigentlich eher dumm. Dann meiner müsste down gehen. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Es sieht schon wieder so aus, als würden wir verkacken. Nee, das nervt echt. Oder? Gehen wir wieder ein Tower da? Das war falsch gesetzt. Das war falsch. Sein Turm müssen wir, glaube ich, auch kriegen. Ja, sein Turm haben wir. 15 Sekunden noch. Jetzt muss ich nur noch verteidigen. Ja, verteidigen. Nein, der geht down, der Turm. Kronenkau, scheiße. Setz mir da den Riesen. Hätte ja klappen können. Ich kotze das an, dass er jetzt schon wieder mit dem Kronen. Ich will das Spiel unbedingt gewinnen. Ich konzentriere mich gerade sowas von hart. Mann, ey. Jetzt muss ich den Hog Rider erstmal wieder verteidigen. Minion. Wird nur entschieden. Immerhin nicht verloren. Habe ich mir besser gehofft, aber ja. Egal. Ja. Einmal noch. Ich will die Kronenruhe voll haben. Wie gesagt, morgen vielleicht, wenn es gut läuft, ein kleines Chest-Opening. Mal schauen. Tut mir leid übrigens, wegen dem letzten Clash Royale-Video, da war die Audio anscheinend nicht so tolle. Dafür würde ich mich noch einmal entschuldigen. Wir können schon gleich einen kleinen Push starten. Das fängt ja schon mal gut an. Aber sein Tor fällt nicht, aber schon ganz gut Schaden gemacht, was ich schon mal recht gut finde.
Ich hätte mich auf den Babydrachen konzentrieren müssen. Oh, jetzt kommt er mit der Eismarke. Dein Babydrachen dürfte nicht viel Schaden mehr machen. So. Dein Eismarker müsste auch recht schnell down gehen. Ja, genau jetzt. Der hat nicht viel Schaden an meinen Tower gemacht. Ach, bei 10 Minuten sind wir schon. Ja, gut. Jetzt muss ich jetzt mal wieder verteidigen, weil der einen Ballon gesetzt hat. Und ein Riesen. Nicht gut, nicht gut. Und das ist erfolgreich abgewehrt, würde ich sagen. Ich sag mal, das ist erfolgreich abgewehrt. Soll er ruhig seinen bösen Smiley setzen? Das kann mir jetzt egal bleiben. Ich möchte gewinnen. Ich möchte in Arena 7 bleiben. Ja, der Turm geht locker down. Jetzt. Ja, das war schon mal ganz gut. Jetzt muss ich verteidigen. Gleich ist Double Elixir Time schon. Jetzt muss ich hier aufpassen. Ich muss schnell hier was setzen, sonst. Sonst läuft das hier nicht. Mein Drache gegen seinen Drache. Jetzt setzt er wieder so einen Riesen. Setzt die Lakaienhorde gegen Riesen. Ja, das passt. Knall. Jetzt habe ich wieder. Bei mir sieht es wieder ganz gut aus, aber ich glaube, das müssten wir eigentlich. Na, gut verteidigen, ja. Jetzt sieht es da wieder gut aus. Da mache ich wieder ganz gut Schaden. Jetzt muss ich hier wieder auf 8 verteidigen. So. 15 Sekunden noch. Scheiße, 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 scheiße. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, das ist ein Sieg. Sehr gut. Das war ein guter Fight. Danke an den Gegner und ja, was wir kriegen für eine Truhe, eine Silber. Ich hoffe einmal eine legendäre oder so Magical Chest wieder. Ja, öffnen wir eben zum Schluss noch die schöne Kronentruhe. Mal sehen, ob wir noch eine Karte, den Königsriesen erhoffe ich. Wir den da rausziehen. Ja! Wir ziehen. Ich habe gerade gesagt, ich hoffe, wir kriegen den Königsriesen. Und jetzt haben wir ihn. Mega nice. Mega nice. Ey. Auch Stichwort. 11-mal die Elite-Barbaren. Auch nicht schlecht. 40-mal den Tesla brauche ich jetzt nicht unbedingt. 6-mal die Musketieren. Oh, ist auch gut. Das war eine gute Kronentruhe. Ja, wie gesagt, wer mir ein gutes Deck zusammenbauen kann, also wer mir ein gutes Deck sagen kann, der schreibt es gerne in die Kommentare. Hier seht ihr nochmal meine ganzen Karten. Ja, ich denke mal den Königsriesen, ja, wäre ganz nice, wenn ihr, ja, ich hoffe demnächst auch nochmal auf eine legendäre. Ah, vielleicht werde ich mir das auch mal, ah ne, 5 Stunden, schaffe ich nicht. Nee, schaffe ich nicht. Ich werde mal gucken, ob ich 20 oder 50. Ah, 20 ist auch blöd. 10. Mal gucken. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Ein Abo und Like. Und ja. Haut rein, Leute. Bis denn und ciao.